Wusstet ihr, dass Amazon ursprünglich mal Kadabra, abgeleitet von Abracadabra, genannt werden sollte? Weil das aber recht ähnlich wie Kadabra klingt, wurde daraus nichts. Was seitdem aus Amazon geworden ist, schauen wir uns heute an bei... Amazon wurde schon 1994 gegründet. Damals war es noch ein Online-Buchhandel, der Bücher direkt vor die Haustür lieferte. 1997 fiel die Entscheidung, an die Börse zu gehen. Nur 18 US-Dollar kostete eine Aktie damals. Hättet ihr 1000 US-Dollar in den Börsengang von Amazon investiert, wäre euer Investment heute über 1,7 Millionen US-Dollar wert. In den 90er Jahren dachte sich Amazon, warum eigentlich nur Bücher? Also kamen Musik, DVDs, Elektronik, Spielzeug und sogar Küchenutensilien in den Online-Store dazu. In den 2000er Jahren startete Amazon Prime. Anfangs gab es damit nur schnelleren Versand. Heutzutage gibt es damit auch Zugang zu Musik und Streaming. Apropos Streaming. 2006 wurde Amazon Web Services oder kurz AWS eingeführt. Das ist eine Cloud-Computing-Plattform und macht heute etwa 16% des Gesamtumsatzes und 70% seines Gewinns aus. 2007 veröffentlichte Amazon den ersten Kindle E-Reader. 2011 haben sie schon mehr E-Books als physische Bücher verkauft. Im Jahre 2014 wurde der Sprachassistent Alexa präsentiert. Vielleicht wohnt sie ja heute auch schon bei euch. Alexa, mach das Licht aus! Heute ist Amazon ein Gigant mit mehr Mitarbeitenden als Google, Meta und Alibaba zusammen und hat im Amazon Marketplace über 350 Millionen Produkte im Angebot.